Hallo liebe Formel 1 Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Dieses Mal wollen wir mit Michael Schmidt und mir, Andreas Haupt, den Grand Prix der Türkei beleuchten. Nochmal zurückblicken auf den vergangenen Rennsonntag. Michael, Mercedes hat das ganze Wochenende gestrauchelt, vor allem mit den Reifentemperaturen. Ich glaube, man kann sagen, Lewis Hamilton war nicht der Schnellste, hat trotzdem den 10. Saisonsieg gefeiert, sich zum 7. Mal zum Weltmeister gekrönt. Dieses Rennen hat wieder mal bewiesen, dass er der Beste ist, oder? Ja, absolut. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es war nicht sein Rennen. Er ist vom 6. Startplatz aus ins Rennen gegangen. Er war nach 18 Runden 24 Sekunden hinter Spitzenreiter Stroll. Da gewinnt man normalerweise nicht mehr. Er hat aber trotzdem gewonnen, eben weil er klug abgewartet hat, bis seine Zeit gekommen ist. Er hat sich nicht in verrückte Aktionen leiten lassen, wie jetzt Verstappen mit Perez. Er lag ja auch 20 Runden lang hinter Vettel und war zumindest zeitweise schneller als Vettel zu dem Zeitpunkt. Ist aber dann eben hinter ihm geblieben, weil es nicht anders gegangen ist und hat dann, als es darauf ankam, wieder die Reifen richtig gelesen. Man muss eine kleine Einschränkung machen. Es gab einen Moment, als Albon vorbeigefahren ist an ihm und als Vettel mal für ein paar Runden Luft gewonnen hat auf ihn, da wurde er ein bisschen nervös, da hat er bei seiner Box nachgefragt, Jungs, können wir was machen, sollen wir Reifen wechseln? Die haben gesagt, nee, bleib draußen. Aber dann hält er sich eben dran und hat dann das Programm eiskalt abgespult und sobald er in Führung lag, war er nicht mehr zu schlagen. Da hat er natürlich dann auch die Reifen perfekt über die Distanz gebracht. Ja, du hast es angesprochen, sein Team hat ihn natürlich auch zum Sieg verholfen, ihn da durchgeführt durch eine schwierige Phase. Kannst du uns erklären, warum Mercedes darauf verzichtet hat, einen zweiten Boxenstopp einzulegen und stattdessen Hamilton gesagt hat, bleib draußen, fahr weiter, wir fahren so mit diesem ersten Intermediate-Satz bis ins Ziel? Naja, zunächst mal war natürlich ein zweiter Boxenstopp ein Zeitverlust. Ja. Hamilton hatte dann eben aufgrund der Situation freie Fahrt. Das war ganz wichtig. So konnte er seine Reifen richtig konditionieren. Am schlimmsten war, wenn man da im Verkehr gefahren ist, was natürlich ein Risiko war. Wenn man einen Boxenstopp macht, fällt man automatisch wieder hinter ein paar andere Autos, kann die frischen Reifen dann nicht so anfahren, wie man es müsste, kann nicht durch diese Phase des Körnens gehen, wie man es müsste. Und Mercedes hat es relativ früh verstanden, wie sich diese Intermediates bei diesen seltsamen Bedingungen verhalten. Man muss ja wissen, es ging los bei relativ nasser Fahrbahn noch. Das Regen hatte zwar aufgehört vor Beginn des Rennens, aber es war eben noch relativ nass. Man fuhr los auf diesen Regenreifen. Aber auch beim ersten Wechsel auf Intermediates war es noch feucht, es war kühl. Da hatte man die Intermediates ganz gut quasi einführen können. Die haben sich dann mit abtrocknender Strecke so kontinuierlich, hat sich die obere Gummischicht abgelöst. In der schlimmsten Phase hat der Reifen gekörnt, dann rollt er da über die Gummischnipsel. Das war bei manchen länger, bei manchen weniger lang. Aber dann hat der Reifen einfach kontinuierlich an Gummischicht verloren. Die dann später nochmal gewechselt haben, sind zu einem ganz anderen Zeitpunkt mit frischen Reifen auf die Bahn gekommen. Die Bahn war dann schon wesentlich aggressiver, hat mehr Grip gehabt. Dieser ganze Prozess, den man mit den alten Reifen, also die in Runde 10 oder 8 aufgezogen wurden, durchgemacht hat, fiel, wie gesagt, in eine Phase, wo die Rennstrecke aggressiver war. Das heißt also, das Körnen war schlimmer, die Aufwärmphase war kritischer und am Ende haben die Reifen gar nicht viel länger gehalten, weil sie eben sich auf der trocken werdenden Strecke mehr abgenutzt haben. Also im Endeffekt war der Vorteil eigentlich gleich null. Man hat bei denen, die es gut genutzt haben, die haben halt einen Boxenstopp verloren. Aber ansonsten war draußen bleiben die bessere Option. Und bei Mercedes hat man relativ schnell erkannt, das könnte bis zum Schluss reichen. Eigentlich auch Racing Point mit Perez. Im Endeffekt war es ja dann ein verkappter Slick hinten raus. Hamilton hat ja den Intermediate 50 Runden lang drauf gehabt. Wichtig, glaube ich, war auch ein Faktor, Mercedes hatte große Probleme beim Reifenaufwärmen. Da bleibt man natürlich eher mit einem Reifen draußen, der schon mehr Gummi abgehobelt hat, weil der einfach auch Temperatur hält. Warum hat sich denn Mercedes dieses Wochenende so schwer getan, die Reifen überhaupt auf Temperatur zu bringen? Ja, weil am Samstag waren ja eigentlich alle Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt. Es war ein extrem glatter Belag, der ja schon bei trockener Fahrbahn den Piloten angemutet hat wie eine Eisbahn. Ja? Und jetzt kam noch der Regen dazu. Und Mercedes hat einfach 6-7 Runden gebraucht, bis der Reifen endlich da war. Die haben ein relativ reifenschonendes Auto. Das ist in der DNA dieses Autos. Das war nicht immer so. Das war früher mal das Gegenteil. Aber da hat man wirklich über die Jahre hinweg viel gearbeitet. Und vor allem auf der Hinterachse. Das war ja der Schwachpunkt von Mercedes lange, lange Jahre. Ist das Auto jetzt sehr schonend mit den Reifen umgegangen. Und die Hinterachse war eben auch das Problem am Samstag. Da wollte keine Temperatur reinkommen. Vorne kann man das noch ein bisschen kaschieren durch die Fahrweise. Das hat gar nicht mal so geholfen. Einer der Ingenieure hat mir gesagt, ja, weil ich gesagt habe, Leute, ihr habt doch das, ihr könnt ja die Vorderreifen da anzünden, wie ihr wollt, sagt er, naja, das ist ungefähr so, als wolltest du mit einer Kerze ein ganzes Haus erwärmen. Das war also so weit weg
von allem, weil die Reifen waren so kalt, dass das auch nicht mehr geholfen hat. Also wie gesagt, Samstag war eben, da haben die normalen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr gezählt. Also ein gutes Auto, ein starker Motor, ein guter Fahrer, weil einfach die Verbindung zur Straße nicht da war. Valtteri Bottas hat das, glaube ich, gut erklärt. Wir haben das beste Auto der Welt. Aber wenn ein Teil dieses Autos, der das Auto mit der Straße verbindet, nicht funktioniert, fahren wir auch hinten rum. Und genau das war das Problem. Am Sonntag hat man natürlich viel mehr Zeit, die Reifen aufzuwärmen. Da verliert man zwar mal ein paar Runden im Aufwärmprozess gegenüber anderen, aber wenn er dann da ist, der Reifen, dann zeigt der Mercedes wieder seine Qualitäten. Mehr Abtrieb, mehr Power und dann auch Hamilton im Cockpit. Du hast es angesprochen, Mercedes hat sein Auto dahin entwickelt, die Reifen, die Hinterreifen vor allem mehr zu schonen. Ist das auch ein Verdienst des Fahrers, auf sein Feedback der letzten Jahre zurückzuführen von Hamilton? Auf jeden Fall, er bringt sich da unheimlich viel ein. Die haben da unheimlich viele Sitzungen auch. Er hat auch diesen Kreis der Ingenieure erweitert. Es ist ja nicht mehr nur der Renningenieur, der Performance-Ingenieur oder der Motoreningenieur. Da sind bei den Meetings dann, die zwischen den Rennen stattfinden, also in der Fabrik, jetzt natürlich alles virtuell, sind auch Designer mit dabei, denn oft steckt der Teufel schon im Design. Ja, da kann man mit der Abstimmung machen, was man will. Man wird dem Auto einen Reifen schon nicht beibringen, wenn es nicht drin ist im Design. Also da wurde über die Jahre hinweg diese Gruppe, die um die Fahrer rum ist, vergrößert. Und dadurch konnte Hamilton auch viel mehr auf die Schwächen des Autos hinweisen. Er sagt, ja, die Ingenieure, manchmal hören die nicht so gerne zu, bei McLaren war das so, die haben gemacht, was sie wollten, er konnte erzählen, was er wollte. Die Ingenieure denken, na, der Fahrer, der kann uns viel erzählen, wir haben hier die Daten. Aber oft ist es eben auch so, sagt er, manchmal hat der Fahrer ein Gefühl, das können die Daten nicht zeigen. Und da ist der Fahrer eben wichtig. Und das ist, glaube ich, bei Mercedes anders. Man hört ihm viel mehr zu. Und deswegen sind auch viele Kleinigkeiten, die das Auto vielleicht nicht ganz perfekt haben sein lassen, sind jetzt ausgebaut und jetzt ist es eben nahe an der Perfektion. Der Asphalt und die Reifen haben die Hauptrolle gespielt. Ich fand, es war eigentlich kontraproduktiv. Wir haben so schnelle Autos, die stärksten aller Zeiten, die abtriebsstärksten aller Zeiten und dann rutschen die da rum wie praktisch ein Einkaufswagen. Es geht eigentlich nichts voran. Also wenn man sieht, wie die auf nasser Strecke auch aus den Startboxen gekrochen sind, findest du, das war gut für die Show oder hat sich die Formel 1 da ein Stück weit lächerlich gemacht? Sagen wir so, es war gut für Pirelli, weil ich glaube, wenn die Strecke... Wenn der Asphalt so gewesen wäre wie 2011, hätte Pirelli ein massives Problem gekriegt. Also wir haben ja schon am Freitag gesehen, auf trockener Fahrbahn waren die Autos 3 Sekunden langsamer als 2011. Ja, man hatte gerechnet, dass sie 4 Sekunden schneller sind. Also sie waren 7 Sekunden unter den Vorhersagen. Trotzdem hat Pirelli am Samstag die Reifendrücke erhöht. Das heißt, sie waren also schon bei diesem relativ langsamen Speed im Problem. Also die konnten Gott froh sein, dass A, wie gesagt, der Asphalt so glatt war, dass die Pace nicht so schnell war wie normal und B, dann der Regen noch dazu kam. Ich frage mich, warum haben die diese Strecke überhaupt asphaltiert? Es hieß, die wäre ein bisschen verwildert gewesen, also das können wir jetzt kaum vorstellen. Gut, wenn es da ein paar Frostaufbrüche gibt, okay, dann flicke ich die auf. Aber ich glaube, in Istanbul ist das nicht das große Problem. Also das ist so eine Manie, dass man immer wieder die Strecken neu asphaltieren muss, nur damit die Topf eben sind. Ich finde, das tut dem Rennfahren nicht gut. Es ist sogar ganz gut, wenn Bodenwellen drin sind. In dem Fall war es natürlich ein Witz. Ich meine, wenn man 2020 mit Autos, die ja das Zeug haben, richtig schnell zu fahren, 3 Sekunden langsamer fährt als 2011, da muss man sich schon fragen, also hat das jetzt Sinn gemacht mit diesem Asphalt? Vor allem, warum wurde er auch so spät aufgetragen? Ich meine, es war ja, glaube ich, seit August, September klar, dass da ein Grand Prix stattfindet, da hätte man sich gleich an die Arbeit machen können, wenn denn wirklich die Strecke in so schlechtem Zustand war, wie manche behauptet haben. Ja, ich glaube, schlimmer als 2011 hätte es eigentlich, oder ging es eigentlich dann nicht mit dem neuen Asphalt, weil die waren ja zu Beginn des ersten Trainings mehr als 20 Sekunden über den Vorhersagen. Also genau. 2011 hätten sie das wahrscheinlich, mit dem 2011er Asphalt hätten sie nicht schlechter ausgesehen im Endeffekt. Noch ein Wort auf Hamilton, bevor wir uns Ferrari widmen. Wann ist die Vertragsverlängerung jetzt fällig? Na, sie bauen ja schon vor, das wird vor Ende des Jahres sein. Ich glaube, da will sich jetzt keiner drauf drängen lassen, dass man das vor Bahrain reinkriegt. Ich würde mal sagen, ich könnte mir vielleicht vorstellen, vor dem letzten Rennen. Also ich glaube nicht, dass wir bis zum 31. Dezember jetzt warten müssen. Ferrari war schlecht in der Qualifikation, beide raus im Q2 und dann im Rennen fahren die auf Platz 3 und 4, 27 WM-Punkte. Kein Team hatte mehr. Wie kam diese Wandlung? Naja, also für Ferrari ist eigentlich so ein glatter Untergrund ganz gut. Ja, das hat man in Portimao schon gesehen, da war Leclerc ja auch Vierter. Was nicht gut ist, ist der Regen. Deswegen waren die auch am Samstag nicht dabei. Das gleiche Problem wie Mercedes, dauert ewig, bis die Reifen auf Temperatur kommen. Aber dann hat eben zu ihrem Glück hat die Strecke abgetrocknet. Darunter war dieser glatte Asphalt. Damit können die deswegen umgehen, weil das Auto hat ja eigentlich Abtrieb, er ist nur ineffizient.
Bloß bei solchen Bedingungen spielt es keine Rolle, ob man schnell oder langsam auf der Geraden ist. Da wird die Zeit in den Kurven gemacht. Das heißt also, da konnten sie locker mit schlechten Topspeed leben am Sonntag, hatten aber den nötigen Abtrieb. Ja, und man hat schon am Freitag gesehen, in welche Richtung die Reise geht. Die Ferrari waren wieder relativ langsam auf den Geraden. Wie kam es, dass Sebastian Vettel auf einmal wieder so gut war? Das war ja der Beweis, dass er es doch noch kann, so eine kleine Renaissance eigentlich. Naja, ich würde sagen, im Rennen hat er halt auch ein bisschen mit das Glück gehabt, dass er sehr oft freie Fahrt hatte. Er konnte also endlich mal sein Tempo fahren. Sein Problem waren ja immer die schlechten Startplätze, da hängt er da hinten rum, hinten drin im Verkehr und kann einfach nicht frei fahren. Diesmal hatte er durch eine sehr, sehr gute Startrunde gleich mal freie Fahrt. Was ihn sicher ein bisschen behindert hat, war, dass ihm der Hamilton da 20 Runden im Kreuz sitzt. Da fährt man natürlich nicht normal, da fährt man Kampflinie. Wenn der nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte es für Vettel fast noch besser ausgesehen. Zumindest mal im ersten Teil des Rennens. Und dann hat er einen kleinen Fehler gemacht, das hat er selber zugegeben. Er ist den zweiten Satz Intermediates ein bisschen zu vorsichtig angefahren. Ich glaube, bei Ferrari war eben auch der Trick, das war bei jedem Auto ja ein bisschen anders, eben die frischen Intermediates relativ hart anzufahren, wie es Leclerc gemacht hat. Leclerc hat es dann, glaube ich, aber ein bisschen übertrieben. Er ist weiter aggressiv gefahren und ist dann hinten raus wieder ein bisschen zurückgefallen. Und Vettel konnte dann diesen Rückstand von 5,5 Sekunden wieder aufholen. Da hat ihm dann quasi die konservative Anfangsphase ein bisschen geholfen. Trotzdem hat er natürlich den Fehler von Leclerc gebraucht, um an Leclerc vorbeizugehen. Aber ich würde mal sagen, er war auf jeden Fall in diesem Rennen das ganze Wochenende auf Augenhöhe mit Leclerc. Zeigt, dass es immer noch kann, wenn die Bedingungen passen. Es gab ein paar, die sich gefragt haben, war der zweite Stopp bei Vettel für den neuen Intermediate-Satz überhaupt notwendig? Er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war Runde 33, knapp vor Hamilton immer noch. Hätte er vielleicht sogar das Rennen gewinnen können oder war das völlig utopisch? Nee, ich glaube, das war utopisch. Er war ja zwar vor Hamilton, aber hinter Perez und hat ja dann ein paar Runden später gesehen, wie der Hamilton an dem Perez vorbeigeflogen ist. Er war einfach so viel schneller als alle anderen. Dann war ja auch DRS erlaubt. Das heißt, das Überholen ist ein bisschen einfacher geworden. Das war ja am Anfang ein großes Problem. Verstappen hat sich ja da auch in diese Attacke reiten lassen mit dem Perez unter großem Risiko dafür bezahlt. Also wie gesagt, es war dann einfacher zu überholen. Also ich glaube, den Hamilton hätte er nie gehalten. Bei Perez, das wäre sicher ein gutes Duell zwischen den beiden geworden. Ja, ja, du sprichst ihn an, Sergio Perez. Kommt auf Platz 2 ins Ziel, hat für nächstes Jahr noch kein Cockpit. Kommt Red Bull überhaupt noch an ihm vorbei? Eigentlich nicht mehr. Also wer den Perez übersieht, der hat irgendwas nicht verstanden in diesem Sport, glaube ich. Er fährt ja nicht nur diese Saison gut, er fährt eigentlich, seit er in der Formel 1 ist, sehr, sehr gut und immer mit Mittelfeldautos. Und da in dieser ganzen Zeit, also seit 2011, hat er 9 Podiums geschafft. Der saß nie in einem Top-Auto. Dieses Jahr hat er wahrscheinlich das beste Auto seiner Karriere. Und deswegen sind die Ergebnisse einfach noch besser als vorher. Er hat aber selber gesagt, im Prinzip bin ich auch vorher schon gute Saisons gefahren. Ihr habt es bloß nicht gemerkt, weil eben das Auto das nicht hergab. Da war halt der 6., 7. Platz quasi das Podium. Ja. Er war jetzt zum 18. Mal in Folge auch in den Punkten. Also wenn man mal diese 2 Silverstone-Rennen, die er wegen Corona hat auslassen müssen, ausklammert, der Typ ist einfach auch eine Bank, oder? Absolut, im Rennen. Und das ist zum Beispiel etwas, was Red Bull braucht. Ja, der Albon hat einfach zu viele Schwankungen. Ich meine, diesmal ist Albon wieder phasenweise sehr gut gefahren. Also es gab einen Moment im Rennen, habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, der gewinnt das, der Albon. Da hat er unheimlich aufgeholt, war unheimlich schnell unterwegs. Aber dann auch wieder, dann hing er halt wieder fest hinter jemanden und dann sind die Reifentemperaturen in den Keller gefallen. Da fehlt halt dann die Erfahrung. So ein Hamilton, der hing auch mal fest hinter anderen, aber der hat halt dann trotzdem die Reifen noch so im Fenster gehalten, dass er dann angreifen konnte, als es möglich war. Ja, das haben wir oft gesehen, dass Fahrer hinter anderen festhingen. Verstappen am Anfang hinter Vettel, dann hinter Perez, der Hamilton hinter Vettel, der Albon, wie du gesagt hast, der auch nicht vorbeikam. Warum war das überhaupt so? Weil in der Türkei, wir haben eine Rennstrecke, die teilweise über 20 Meter breit ist. Irgendwann gab es eine trockenere Linie. Wieso konnte man so schwer überholen dort? Ja, weil es eben nur diese eine trockene Linie gab und alles, was daneben war, war eben einfach viel zu glatt. Selbst noch in der letzten Runde, wo ja die Fahrbahn mit am trockensten war. Perez hat das gut gemacht. Er hat den Leclerc auf die Innenspur gedrückt, weil er genau wusste, da innen steht das meiste Wasser noch. Und Leclerc hat selber gesagt, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich war eh schon auf der letzten Rille, dann noch auf der schlechteren Spur, dass ich diese Kurve nie und nimmer schaffe. Also man hat gesehen, deswegen war das Überholen so schwer und deswegen hätte auch der Trick mit den Slicks nie funktioniert. Ich meine, Slicks wären wahrscheinlich die letzten 10 Runden, da hätte man Mörderrundenzeiten gefahren. Aber wie soll man an einem vorbeikommen, wenn man dann die trockene Spur verlassen muss? Ein Wort zu Lenz Stroll. Zum ersten Mal auf Pole Position, glaube ich, muss man sagen, am Samstag sensationell, oder? Absolut. Ich meine,
der Kerl ist gut im Regen, das muss man sagen. Der ist 2017, glaube ich, war es in Monza im Regentraining in die erste Startreihe gefahren. Wir hatten dazwischen schon noch ein paar Regentrainings, war er auch immer stark. Also er ist sehr, sehr gut im Regen, hat auch am Samstag alles richtig gemacht, die Reifen richtig angezündet, hatte eine freie Runde, eine fehlerfreie Runde. Perez hätte es vielleicht schaffen können, aber er ist dann auf Giovinazzi aufgelaufen, hat sich dann gedreht, muss man sagen, Pech und Fehler des Fahrers. Also da muss man vor Stroll den Hut ziehen. Am Sonntag, glaube ich, war er ein bisschen zu aggressiv. Hat man schon bei den Regenreifen beobachten können. Er ist losgefahren wie die Feuerwehr, war 5-6 Sekunden vorne und dann plötzlich schrumpft der Abstand bis zum Boxenstopp. Dann war er wieder 10 Sekunden vorne, dann schrumpft wieder Abstand. Okay, jetzt hat Racing Point gestern eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, der Frontflügel war beschädigt, so ab Runde 17, als dieses Körnen der Reifen begann. Da muss man erstmal sagen, na okay, das hätten sie uns am Sonntag auch schon erklären können, wenn sie es denn da gemerkt hätten. Aber das kommt mir so ein bisschen vor, als sucht man da eine Ausrede. Mag sein, dass der Frontflügel beschädigt war und für das Untersteuern mitgesorgt hat, aber er war dann eben erst ab dieser 17. Runde beschädigt. Und dieses Bild, dass er eben anfangs sehr aggressiv gefahren ist und dann den herausgeholten Vorsprung wieder verloren hat, gab sich ja schon vor diesem Moment. Also ein bisschen hat er da auch mitgewirkt. Ich glaube, sagen wir mal, mit einem intakten Auto hätte er sicher auch mit aufs Podium fahren können, wenn er vielleicht die Sache ein bisschen ruhiger angegangen wäre. Ja, ich finde die Pressemitteilung insofern auch ein bisschen komisch, weil nachdem man Sergio Perez eigentlich, muss man sagen, zweimal um ein Podest betrogen hat, durch falsche strategische Entscheidungen in Österreich und jetzt zuletzt auch in Imola, da hat man sich ja auch nicht eigentlich entschuldigend vor den Fahrer gestellt. Bei Stroll macht man es jetzt auf einmal ein bisschen Geschmäckle, sage ich mal, hat es, weil Lance Stroll, wir wissen es ja alle, Sohn des Teambesitzers ist. Trotzdem, ich finde auch, ja, Samstag sehr, sehr stark, Sonntag, es mag am Frontflügel mitgelegen haben, nichtsdestotrotz war es ein gutes Wochenende und dieser Stroll wird oft schlechter gemacht, als er doch ist. Ein ordentlicher Rennfahrer ist er und das, glaube ich, muss man auch mal dazu sagen. Noch ein Wort zu Red Bull, du hattest ja schon gesagt, eigentlich hätten sie es gewinnen müssen, entweder durch Verstappen oder Albon. Ja. Warum standen die sich so oft selbst im Weg dort? Ja, es ging eigentlich schon am Samstag los. Die hätten einfach nur auf den Regenreifen bleiben müssen. Es war zwar zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der langsamere Reifen, aber der Red Bull war so gut im Regen. Ich glaube, Verstappen wäre, wenn er das Q3 auf Regenreifen zu Ende gefahren wäre, hätte der den Stroll noch geschlagen. Da war ja noch was drin, aber dadurch hat er natürlich den Reifenwechsel, hat er Zeit verloren. Ja? Und es hat dann wieder gedauert, bis die Intermediates auf Temperatur kamen. Und sie wussten ja schon vorher, dass der Intermediate nicht ihr bester Reifen war, zumindest nicht am Samstag. Und am Sonntag auch wieder. Also wie gesagt, der Dreher hat ihn natürlich einen zusätzlichen Boxenstopp gekostet, der absolut unnötig war. Zum schlechtesten Zeitpunkt des Rennens. Der erste Reifensatz war noch nicht mal richtig angefahren. Ja, dann braucht er schon wieder einen neuen. Eben schon auf einer Strecke, wo das Anfahren schon schwieriger wurde. Und dann ist man hinten raus nochmal nervös geworden, weil Leclerc hat wahnsinnig aufgeholt auf einem frischen Reifensatz, hat ihn dann auch überholt. Und dann hat man sofort die Reißleine gezogen und dem Verstappen nochmal frische Reifen gegeben. Man hat ihn eigentlich immer wieder in den Verkehr geschickt. Er konnte nie so richtig seine Reifen konditionieren. Deswegen meiner Ansicht nach eine verpasste Chance. Jetzt hat Verstappen, glaube ich, irgendwo erzählt, auch bei ihm lag ein Problem mit dem Frontflügel vor. Kann sein. Komisch, dass es immer erst lange, lange danach kommt. Ne? Ja, bei seinen lokalen Medien, dass da irgendwie linke, rechte Seite hat man wohl ein paar Grad zu wenig auf der einen Seite gedreht und deshalb war die Aerobalance wohl völlig im Eimer. Nochmal hinter Mercedes und Red Bull, der Dreikampf, beziehungsweise vielleicht sogar ist es jetzt ein Vierkampf um den dritten Platz. Würdest du Ferrari damit reinzählen nach diesem Wochenende? Ja, wieder? Man muss sie jetzt mit reinzählen, weil sie haben, glaube ich, nur noch 6 Punkte Rückstand auf Renault. Mhm. Also Renault war der große Verlierer. Für Renault hat sich dieser zweite Boxenstopp im Gegensatz zu McLaren und zu Ferrari nicht gelohnt. Der Ricciardo wäre besser draußen geblieben, hätte er vielleicht den 6., 7. Platz halten können. Wenn man sich den Ocon anschaut, da muss man sagen, der hat ja schon nach der ersten Runde durch die Kollision mit Bottas musste er an die Box, dann ist er in der 10. Runde nochmal reingekommen für Intermediates und dann fuhr der durch. Und Ricciardo kam, glaube ich, so Runde 33 oder was und die letzten 24 Runden bis zum Ziel verliert er 28 Sekunden auf Ocon, trotz eines frischen Reifensatzes. Ja? Also das heißt, der hätte sicher die Zeiten auch fahren können wie Ocon mit dem alten Reifensatz. Da haben sie sicher was verspielt. Und das kann sie teuer zu stehen kommen. Die haben jetzt, glaube ich, 18 Punkte Rückstand auf Racing Point, 14 oder 15 sowas, um den Dreh rum auf McLaren. Das wird schwierig, das jetzt in 3 Rennen noch aufzuholen. Und dieses Rennen hat wieder mal gezeigt, es kann eine Fehlentscheidung oder ein schlechtes Wochenende
kann einen ganz nach vorne bringen und einen ganz nach hinten. Die Ferrari haben durch die 27 Punkte sich eine Position gebracht, wenn die jetzt noch drei gute Wochenenden haben und da vorne leisten sie nur ein, zwei massive Fehler, können sie zumindest mal Platz 4 oder 5 fahren. Ja, also zumindest hat sich Ferrari mal von Alfa Tauri gelöst. Ich glaube, den 6. Platz haben sie sicher. Ja, also Alfa Tauri ist raus, glaube ich. Genau. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Ferrari noch groß weiter vorkommt, wenn wir uns die nächsten Strecken anschauen. Bahrain, zweimal Powerstrecke, vor allem die zweite Variante, dieser Outer Circuit, wie sie nennen, mit nur ein paar Kurven. Hat da Ferrari mit seinem schwachen Motor überhaupt irgendeine Möglichkeit? Auf dem Papier eigentlich nicht, nein. Also das sollte wieder für Renault ganz gut laufen. Also wie gesagt, deswegen glaube ich, der Kampf um Platz 3 wird spannend werden, aber Renault hat sich da doch ein Bein gestellt. Also es hätten ja wenigstens 6 Punkte sein können, statt dem einen da in der Türkei. Ocon hat ja auch noch Pech da durch die Stadtkollision. Der ist ein sehr guter Regenpilot. Der wäre auch für die Punkte drin, wäre ein Kandidat für Punkte gewesen. Also wie gesagt, das wird jetzt schon schwer, weil die hinten liegen, also wie Ferrari und Renault, die dürfen sich gar keinen Fehler mehr erlauben. Ja, die anderen haben jetzt wieder ein bisschen Luft und können wenigstens noch ein schlechteres Wochenende mit einbauen und sind dann immer noch mit bei der Musik. Ein Thema würde ich gerne mit dir noch besprechen, mit Blick auf 2021 und 2022 vor allem, mit der größten Regelrevolution, die uns da erwartet, der Formel-1-Geschichte. Man hat jetzt vor ein paar Monaten immer gedacht, 2021, also ab dem 1. Januar, darf man ja wieder aufs 22er Auto sich stürzen. Die Teams werden das sofort machen. Unisono werden sich nur noch auf das 22er Auto stürzen, ist aber glaube ich gar nicht mehr so. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen, wie da die Pläne sind? Es gibt ja kleinere Regeländerungen für nächstes Jahr, die aber doch größere Auswirkungen haben im Hinblick auf 22 dann auch, also wie da die Fahrpläne der Teams sind. Naja, wie gesagt, du hast schon angeschnitten, es gibt ja nächstes Jahr neue Regeln für den Unterboden, einfach um den Autos Abtrieb wegzunehmen, damit die Reifen auch halten, und das hat sich jetzt als größer erwiesen oder der Ja, die Auswirkungen haben sich ja als größer erwiesen, als man gedacht hat. Ziel ist ganz klar bei allen Teams, wenigstens wieder den Abtrieb erreichen, den man dieses Jahr hatte. Und man hat jetzt gemerkt, es wird wohl nicht mit einem großen Upgrade über den Winter reichen. Man wird jetzt dann nochmal auf die Teststrecke gehen im Winter. 3 Tage Barcelona, Bahrain, wahrscheinlich Barcelona. Und da wird man wahrscheinlich feststellen, es reicht eben noch nicht ganz. Dann wird ein zweites Upgrade, vielleicht sogar noch ein drittes kommen. Das heißt also, man kann nicht alle Windkanalzeit jetzt reservieren für das 2022 Auto. Aber ich glaube, da sitzen alle irgendwo im gleichen Boot, außer denen relativ schnell was Gutes eingefallen ist und die dann eben umschwenken können. Das war's dann mit dieser Folge für Formel Schmidt. Wir melden uns dann nach dem ersten Bahrain-Wochenende wieder zurück und sagen bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Servus.